Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist wieder Videotime. Ich mache ein paar Videos heute. Und heute mache ich schnell einen Vlog zu Weihnachten. Ich weiß, ich hätte das auch nach Heiligabend oder so machen können, aber ich hatte nicht allzu viel Zeit. Deswegen seht es mir nach und ich habe mir gedacht, da heute Silvester ist und da viele vielleicht zu Hause feiern wollen und sich gemütlich machen wollen und Videos schauen, dachte ich, ich mache so eine Art Videomarathon, denn heute beginne ich mit einem Weihnachtsvlog mit Geschenke und danach mache ich noch ein Haul und danach weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege, mache ich noch ein Silvester-Inspirationsvideo, weil ich weiß es noch nicht, weil ich bin zu Hause. Ich weiß nicht, was ich euch da noch so zeigen könnte. Vielleicht mache ich ein Beispiel an Outfit of the Day und ein schnelles Make-up. Aber das weiß ich noch nicht. Falls ich das nicht machen sollte, dann seht es mir für dieses Jahr nach. Also beziehungsweise seid mir nicht böse deswegen. Und das Schönste ist, dass ich jetzt endlich mal wieder mit meiner Kamera, meiner neuen Canon-Kamera filmen kann und dass ich einen neuen PC habe. Ich habe mir jetzt einen Laptop gekauft. Das war vorgestern. Nee, gestern. Oder? Vorgestern oder gestern? Nee, gestern war das nicht. Vorgestern. Genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen Laptop. Jetzt kann ich auch wieder vernünftig arbeiten. Nur das Einzige ist, ich muss mit Windows Movie Maker arbeiten. Aber weil mein neues Programm will und will nicht registriert werden, weil also Installation war alles supiduki. Also ich hatte keine Fehler, kein gar nichts. Nur mit der Registrierung, dass ich das Programm benutzen kann. Ist irgendwie komisch, dass es da nicht geht. Ich weiß nur nicht, wie ich das jetzt rückgängig machen sollte. Falls ihr da draußen oder falls einer von euch ein super toller Computerfachmann ist, bitte, bitte schreibt mir irgendwie auf Facebook, Instagram heute oder irgendwann die Tage auf YouTube hier unten in den Kommentaren, weil ich weiß nicht, wie ich das alles rückgängig machen kann. Ich habe alle E-Mail-Adressen ausprobiert. Ich habe auch die Nummer kontrolliert, diese Seriennummer ist richtig. Ich habe alle E-Mails, die ich eingegeben habe, auch und dann wollte das nicht registriert werden. Ich hatte einen Fehlercode minus 24 oder so, ja. Falls ihr das wisst, bitte, bitte helft mir, damit ich mein Programm da endlich hoch draufziehen kann. Aber mit Windows Movie Maker geht es natürlich auch. Ist zwar ein bisschen anders von der Bearbeitung, aber gut. So, jetzt aber genug mit der langen Erklärerei. Jetzt gibt es heute einen Vlog zu Weihnachten. Ich habe im Vorfeld nicht so viel zu erzählen. Also Weihnachten war wirklich wunderschön. Auch, dass ich da auch zwischendurch arbeiten musste in der Zeit, aber es war trotzdem toll. Ich hatte Heiligabend frei gehabt. Ich habe sehr, sehr viel Vorbereitungen gemacht mit meinen Eltern. Also viel geschnibbelt und gemacht und getan. Weil wir hatten jetzt dieses Jahr vorgehabt oder wir hatten den Vorschlag, dass jeder, der bei uns ist, was mitbringt. Also wir hatten Heiligabend bei mir zu Hause. Und jeder hatte dann was mitgebracht und meine Schwester hat was gemacht und mein Schwager, meine Eltern haben was Leckeres gemacht mit mir und meine Oma hat was gemacht und dann haben wir dann so einen wunderschönen Buffet aufgebaut in der Küche mit Vorspeisen, Nachspeisen und Mitternachtssnacks und ja, also so Käseplatten und Eiweißcreme und Bockwürstchen mit Kartoffelsalat, Nudelsalat, so das typische halt, das schnelle Frikadellen, gefüllte Blätterteigtaschen mit gehacktes und. Es war wirklich wunderschön.
Vorher haben wir Kaffee und Kuchen gegessen. Wir haben eine fertige Platte geholt von Konrad und Wiese. So ein Gemisch. So eine gemischte Kuchenplatte und dann eine einzelne mit Erdbeer, glaube ich, war das drauf. So Erdbeer-Sahneschnitte. Und dann hatten wir, was hatten wir noch? Ja, Kaffee getrunken, ganz gemütlich. Und dann haben wir dann beschert, ganz so, ja, so langsam. Und jeder hatte dann seine Geschenke abgegeben. Meine Mama war zuerst drin, sie wollte erst uns eine Kleinigkeit schenken. Und dann kamen dann so nach und nach die größeren Geschenke, was ich eigentlich nicht mit gerechnet habe. Weil ich habe ja auch nur jedem eine Kleinigkeit geschenkt. Ich habe das auch immer wie jedes Jahr so gemacht, Geschenk einpacken und selbst so Karten gebastelt. Und das findet meine Familie sowas von schön. Und ja, die finden das immer wieder toll, wie ich mich da reinhänge, einen Text zu schreiben, so eine Art Rätsel zu schreiben. Und jeder ist individuell gestaltet worden. Und ja, also die fanden das wirklich dieses Jahr auch wieder total klasse gemacht. Und ja, ich wurde auch sehr, sehr schön geschenkt, auch mit süßen, lustigen und witzigen, ja, Ideen, was die, also Geschenke. Und ich habe da noch drei Sachen, die ich euch aber gleich am Ende zeigen werde, oder beziehungsweise am Ende werde ich das erstmal dranhängen, weil das kann ich nicht so zeigen. Das werde ich euch dann einblenden. Und ja, genau. So. Ja, was haben wir dann noch gemacht? Dann haben wir dann, also nach der Bescherung haben wir dann nochmal, haben wir dann Abend gegessen, also unser Buffet genossen. Dann haben wir uns noch unterhalten. Dann haben wir noch so Knobeln gespielt mit Streichhölzer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kannte ich zwar, aber ich wusste jetzt nicht mehr, wie das ging. Und wir mussten nämlich, also jeder hatte drei Streichhölzer. Und wir waren zu 1, 2, 3, 4, 6, also 18 Streichhölzer. Und in der ersten Runde wird ist Streichholz Pflicht, so. Und dann musste man das so zuhalten, die andere Hand verstecken. Und dann müsste man raten, wie viele Streichhölzer insgesamt in der Gruppe drinne sind. Und wenn man richtig geraten hat, dann ist man natürlich raus. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, dann haben wir dann noch uns nochmal danach unterhalten, Pause gemacht, noch was gegessen nochmal. Und ja, das war dann so gegen 12, 12:30 sind wir dann zusammen gewesen. Meine Schwester und mein Schwager wohnen ja nebenan in so einem Reihenhaus. Und dann sind die dann zuerst gegangen, dann hat meine Mama meine Oma weggebracht und dann bin ich dann noch ein bisschen wach geblieben, habe dann Sachen so angezogen und dann bin dann im Wohnzimmer meiner Eltern gegangen und dann haben wir noch ein bisschen Fernsehen geguckt und gequatscht und aus den, ja, alles ausklingen lassen und dann haben wir am nächsten Tag aufgeräumt. Erster Weihnachtstag zu Hause gechillt. Zweiter Weihnachtstag, beziehungsweise meine Eltern haben gechillt. Ich musste leider arbeiten bis 19 Uhr. Zweiter Weihnachtstag musste ich auch leider arbeiten bis 19 Uhr und danach musste ich zu meiner Tante und meinem Onkel. Wir wurden eingeladen zum Raclette-Essen und ich bin dann halt nachgekommen. Hab danach alleine was gegessen, aber ist ja nicht schlimm. Ja, dann sind wir auch, glaube ich, nach 12 oder so sind wir dann nach Hause gefahren. Und das war trotz allem, trotz dass ich arbeiten musste, ersten und zweiten Weihnachtstag war das doch tolle Weihnachtstage. Und dann habe ich nach und nach mit meinem Papa auch hier was gemacht, weil ich habe auch drei Geschenke bekommen, die ich euch nicht zeigen konnte. Also ich habe drei Möbel bekommen, die zeige ich euch aber gleich im Anschluss. Und ich fand diese Sachen wirklich wunderschön. Aber ich zeige euch jetzt einfach das, was ich jetzt hier so lose liegen habe. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar habe ich, das habe ich aber glaube ich nicht gezeigt, obwohl ich so gegen Nikolaus mein Video gemacht habe. Ich habe nämlich noch so eine Mütze geschenkt bekommen
zu Nikolaus, das habe ich euch vergessen, das habe ich. Na, nimm's einfach mal mit rein. Das ist so eine rote mit so Glitzersteinchen drin. Und das hatte mir meine Oma geschenkt zu Nikolaus. Ich war, glaube ich, ein, zwei Tage vor Nikolaus war ich bei ihr, weil ich ihr helfen musste beim Aufräumen und Einkaufen. Und da hat sie mir schon ein Nikolaus-Geschenk gegeben. Mit so Bommel drin. Ja. Und so, das war jetzt Nikolaus. Das war jetzt nicht so spektakuläres. Dann habe ich noch von meiner Mama zu Weihnachten auch so eine Bommelmütze geschenkt bekommen. Das ist ungefähr so wie der hier, nur der hat so feinere Glitzersteinchen. Und das ist in Schwarz, auch mit einer Bommelmütze drin. Fand ich richtig, richtig süß. Das war dann halt der Vorgeschmack als Kleinigkeit. Und ich fand den wunderschön. Ich habe die auch schon eingeweiht, wo es hier so stark geschneit hatte. Und auch kühl war, habe ich das dann eingeweiht. Und das hält wirklich super, super warm. Ja. Dann habe ich von meiner Oma nochmal eine weiß-beige Mütze geschenkt bekommen. So sieht die aus. Auch wunderschön. Die ist ja so ähnlich wie die rote. Und ist auch super weich, super bequem. Hatte ich auch, glaube ich, ein, zwei Mal schon angehabt. Und ja. Supi. Also bin ich gut versorgt mit Mützen. Dann habe ich geschenkt bekommen, ich meine jetzt einfach mal querbeet, dann habe ich von meiner Schwester einen Schlauchschal bekommen. Das ist so mit den Sternchen, wartet. So, hier mit den Sternen. Wirklich wunderschön in Bordeaux-Rot. Und das ist auch sehr, sehr weich. Weil ich liebe ja Schlauchschals. Ich hatte das auch auf meiner Wunschliste, weil ich halt Schlauchschals sehr, sehr mag. Jo. So. Genau. Ich mache jetzt einfach mal querbeet. Dann habe ich dann machen wir jetzt hier mit weiter. Dann habe ich auch nochmal von meiner Schwester das hier bekommen. Das ist zum einen, da war auch was drinne. Eine Kosmetiktäschchen, ein kleines. Das tue ich dann in meine Kosmetiktaschensammlung dazu. Ich fand das wirklich super, super süß. Man kann auch nicht genug von Kosmetiktäschchen haben, mal für unterwegs. Und ja, ich fand den süß und habe ich bekommen. Dann habe ich bekommen zwei süße Armbändchen, einmal in so einem Permut Silber und einmal in einem Pink Rot. Das sind so Armbänder mit so Druckknöpfe dran. Fand ich wirklich süß von ihr. Ja. Dann hat sie noch was gefunden, was sie mir schenken wollte, was ich auch wirklich super toll fand. Auch wirklich total süß. Das ist nämlich hier in dieser Packung drin. Die hatte das gesehen und dachte sich, auch bestimmt kann ich das auch gut gebrauchen. Kann ich auch gut gebrauchen. Man kann nie genug davon haben. Aber die fand das Design total schön. So. Und zwar sind das Pinsel. Das ist ein Pinselset mit diesen Blumenornamenten drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Wirklich wunderschön. Ich habe mich auch riesig gefreut darüber. Das ist einmal so ein kleiner Lidschattenpinsel. Dann ein Wimpern- oder Augenbrauenkamm. Auch mit den wunderschönen Blumenornamenten drauf. Dann ein Applikator. Also ich fand das wirklich total süß. Also voll süß.
dann einen Lippenpinsel. Seht ihr das? Auch nicht schlecht. Und dann habe ich hier so ein Puder- oder Rouge-Pinsel. Aber ist eher so für Rouge und Bronze. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber mal so für Reisen, wenn man nur in Urlaub ist, kann man die wunderbar verwenden, statt die anderen Pinsel mitzuschleppen. Und ja, ich fand das wirklich wunderschön und super, super zuckersüße Idee. So. Das habe ich dann von meiner Schwester bekommen. Und ja, das ist dann das. So, und dann hat sie mir noch so einen Gutschein geschenkt. Und zwar aus meiner Lieblingsdrogerie. DM. Auch wirklich super süß mit den Eulen dran. Nur leider steht da keine Angaben, wie viel Geld sie mir da geschenkt hat. Da muss ich mich überraschen lassen, wenn ich jetzt da mal einkaufen gehen möchte. Ich weiß nur nicht, wann ich das einsetzen will. Entweder setze ich das ein, wenn ich jede Menge einkaufe oder wenn ich besondere Sachen dort in der Drogerie finde, werde ich das dann benutzen. Oder wenn ich dann die neuen Sortimente durchstöber, vielleicht habe ich da ja noch was, was ich damit einsetzen kann. Mal gucken. Oder dass ich die dann halt für 2, 3 Sachen verwende erstmal. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel da drauf ist, aber ich fand diese Karte wunderschön und ich kann das immer gut gebrauchen. So, und dann habe ich von meiner Tante was Selbstgemachtes bekommen. Sie hatte das bei meiner Oma abgegeben und sie hat mir so eine Stofftasche geschenkt mit so süßen Eulen drauf. Und ja, ich fand die wirklich wunderschön und sie macht sowas selber. Also sie strickt, sie häkelt, sie näht, sie stopft, sie bastelt alle und ja, fand ich wirklich schön. Irgendwie ist meine Zeit abgebrochen, sorry. Auf jeden Fall hatte ich ja von meiner Tante das bekommen. So. Dann hatte ich noch von ihr noch so eine Schokolade bekommen. Von Haches Hell und Dunkel Selection. Fand ich auch sehr nett von ihr. Und dann habe ich noch von meiner Oma noch dieses süße Käferchen geschenkt bekommen. Boah, ich fand das so, so, so ganz süß. Ich habe zwar, ne, jede Menge von diesen Sachen, aber ich fand das so süß. Aber man kann auch das Käferchen auch gut mitnehmen in Urlaub oder wenn man jetzt, sagen wir mal, was tauschen möchte, kann man das da reintun. Wohlgemerkt, und zwar, wie gesagt, so ein Köfferchen. Ich habe jetzt schon das Plastik schon abgemacht. Und da ist das der Inhalt. Und wie ihr seht, das ist ein Schminkkoffer. Ich fand das so, so, so süß. Von Boulevard. Ich weiß auch, dass Boulevard bei DM gab oder bei Douglas, aber ich denke mir mal, ganz stark, dass sie das bei DM gefunden hat. Ich fand das wahrscheinlich total süß. Und ich habe auch getestet, also getwatcht. Und Leute, ich weiß, viele mögen nicht sowas, aber ich habe da mal getwatcht, ein paar Lidschatten und ein paar von den Sachen. Und die sind für mein Verhältnis eigentlich super gut pigmentiert. Ich zeige euch jetzt mal den Inhalt, was da so alles drin war. Also da drinnen waren 4
Lidschattenpaletten. Moment. Andersrum. 4 Lidschattenpaletten. Einmal in Rot und Rosetönen. Auch nicht schlecht. Dann eine Palette mit so Grüntönen. Eine Palette mit so Gold, Brauntönen und Orangetönen. Und eins mit so Blau-Lila-Tönen. Also ich habe wirklich geswatcht. Ich zeige, ich werde euch das mal einmal swatchen. Weil viele haben gesagt, das ist nicht super pigmentiert. So. Ich quatsche euch jetzt mal diesen dunklen hier. So. Und da ist wirklich, also für mich reicht diese Pigmentierung für kleine Looks zu schminken. Also die ist wirklich gut pigmentiert, muss ich sagen. Also viele sagen mir, Boulevard ist doch billig Schminke, da kannst du aber nicht richtig schminken und tralala, weil ich wollte auch diesen Koffer kaufen letzte Mal. Gut, dass ich das nicht getan habe. Weil viele mir das eigentlich abgeraten haben und jetzt habe ich jetzt diesen Koffer und ich finde diese Pigmentierung einfach für mich zufriedenstellend. Genau. So, dann gab es noch 3 Blushes. Könnt ihr das sehen? Bisschen dunkel hier, oder? Auf jeden Fall 3 Blushes. Ein dunklen Pink. Moment. Ein helles, natürliches, schönes Rosé habe ich hier noch und so eins. Ich zeige euch mal. So sehen die Farben aus. Die sind auch relativ toll pigmentiert. Da zeige ich das auch nochmal. Auch butterweich. Sieht man das? Auch eine sehr, sehr leichte, schöne Pigmentierung, wie ich finde. Auch zufriedenstellend. So. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wenn ich jetzt nochmal meinen Urlaub fahre oder irgendwo zu Besuch bin, ein paar Tage. Hier mir das fast runtergefallen. Könnte ich diese Schminke auch mitnehmen in den Urlaub. Brauche ich die ganzen anderen Schminke nicht so mitnehmen. Dann beinhaltet das 4 Lippenstifte, 3 verschiedene Pinktöne, beziehungsweise so Flieder-Lila. Da. Hat eine schiere Abdeckkraft. Da ist das hier. Das ist so ein Lila-Ton. Dann ein schönes Rot. Der ist etwas kräftiger. Also, ihr müsst da mal hingehen, egal wo, wo es sowas gibt. Also vom Boulevard. Ich finde die gar nicht so übel jetzt heute. Dann so ein helles Pink. Und dann so ein kräftiger, ja, kräftiges Pink, Violett-Pink. Moment. So. Da. Also ich muss sagen, Bombe. Also für mich reicht diese Qualität wirklich auch ein bisschen aus. Ich habe zwar auch einige tolle andere Sachen, aber so jetzt so für den für Gebrauch, für Urlaub oder wenn ich jetzt sagen wir mal euch etwas vorschminken würde, dann würde ich die auch benutzen. Also ich mag das. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich wieder ein paar komische Kommentare kriegen. Das sehe ich schon vor mir. Aber ich finde das wirklich süß von ihr. Und ja. Und dann habe ich noch hier noch verschiedene
Nagellacke in verschiedenen Rot- und Pinktönen. Einmal das. Das habe ich noch nicht gequatscht. Das werde ich aber mal auf meinen Nagellack machen. Und dann schreibe ich da Nagellack-Schminkkoffer oder so. Oder Nagellack-Boulevard. Weil hier sind auch keine Nummern so drauf. Das ist auch so ein schöner Ton. Ein schönes Pink. Und ein Rot. Genau. Dann habe ich oben am Deckel. Ups. Sorry. Oben hätte ich mir beinahe meinen Finger eingeklemmt. Oben am Deckel habe ich Pinsel. Zeige ich euch mal schnell. So, also hier oben sind Pinsel vom Boulevard. Einmal so ein Lippenpinsel. Ein Augenbrauen- oder Eyeliner-Pinsel, aber ich würde eher mal sagen, für Augenbrauen, wenn er etwas zu dick ist für Eyeliner. Aber man kann es für Augenbrauen nehmen oder hier für Unterwimpernkranz oder so. Ja. Kann man gut verwenden. Dann ein... So ein Bürstchen wieder. Für Augenbrauen oder für Wimpern. Und ein Puder oder Bronzerpinsel. Also wirklich super, super weich und nicht kratzig. Probiere ich mal aus. Ja. Und dann habe ich hier noch Lippenpinsel. Zweimal. Ein, ja, rotbraun und so ein dunkles Rot, braun eher so. Dann mache ich mal einmal einen Swatch von beiden. Das hier. Also sind auch butter weich und ja, kann man echt nicht meckern. Und dann habe ich hier noch zwei Kajalstifte. Ein braun und ein schwarz. Das zeige ich euch auch mal. Also ich finde diese Stifte nicht hart, die sind weich. Ich glaube, wenn man die öfter benutzen möchte, dann werden sie von Mal zu Mal weicher. Da sind die Kajalstifte. Ja. Also das war dann auch Kosmetik, dann habe ich in der Mitte diese schwarze Box und diese schwarze Box beinhaltet einen Taschenspiegel, nur der will nicht aufdrehen. Genau, so, das ist so ein kleiner Mini-Taschenspiegel. Hier kann man zum Beispiel noch so ein Schwämmchen oder so reintun, wenn man jetzt Puder oder so auftragen möchte. Ich fand das auch wirklich so süß. Und ja, oder man legt sich hier so ein Ding rein. Ja, die haben auch hier diese Rillen, dann kann man das hier so reintun. Aber so viel hin und her gewackelt ist das gar nicht, dass es kaputt geht. Und man kann das dann halt so reinlegen, vorsichtig. Ja, dann kann man dann Lidschatten oder was auch immer mitnehmen. Geht auch ein Lippenstift, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ist so groß. Aber so ein kleiner Mini-Taschenspiegel ist auch mal schön. Ja, und das hat mir meine liebe Omi geschenkt. Fand ich wirklich so groß und süß. Dann machen wir das jetzt schnell wieder zu. Mal eben die Quatsches hier abmachen. So, genau. Und dann... Zum Abschluss zeige ich euch jetzt per Foto die einzelnen Sachen, die ich mit meinem Papa aufgebaut habe. Und das waren wirklich auch wunderschöne, super tolle Geschenke. Zum einen zeige ich euch jetzt gleich ein Foto
Da habe ich das im Nebenzimmer stehen und es war ein kleines Telefonschränkchen. Das ist für mich reicht auch natürlich klein. So, jo. Da habe ich jetzt mein Telefon drauf und in dem Schubfach, habe ich euch gar nicht gezeigt, ich habe euch das nur abfotografiert, sind Telefonbücher und ich habe mir auch ein Telefonbuch zum Hineinschreiben gekauft. Das zeige ich euch aber in einem Haul nachher noch, weil ich habe nur ein Haul mit euch vor. Und ja. Und dann habe ich da auf der Ablage dann halt meine Steckdose dann drauf liegen. Ja, das fand ich total süß, weil mein Telefon stand ja immer so auf meinem CD-Regal und das war okay, aber so ein richtiges Telefonschränkchen fand ich mal wirklich toll. So, und da zeige ich euch jetzt mal eben das Foto. So, als nächstes habe ich noch ein offenes Eckschränkchen eigentlich. Das sollte ich eigentlich in meinem Wohnzimmer tun, passt aber leider nicht in die also vorgesehene Ecke und ich habe das jetzt zweckentfremdet hier in meinem Nebenzimmer. Das ist nämlich hier an meinem Schminktisch und ich habe jetzt einfach mal so ein paar kleine Beispiele draufgestellt, wie ihr das wahrscheinlich gleich sehen werdet. Ich habe, da kann ich euch ja sagen, Lippenstifte mal drauf und Pinsel und ein bisschen Dekokram. Und ja. Genau, ein paar kleine Kuscheltiere und Kosmetiktäschchen und Köfferchen. Und ich fand das so eigentlich ganz gut. Und ja. So könnte ich das als Beispiel jetzt nehmen. Ja. Und da zeige ich euch jetzt das Foto. So, und zum letzten Möbelstück. Das ist auch hier in meinem Schmink- und Ankleidezimmer. Und zwar ist das ein kleines Sideboard. Und ich habe da jetzt drinne Bettwäsche, ich habe da drinnen in den zwei kleinen Schubfächern Schmuck und in dem kleineren unten drunter unter den Schubladen habe ich dann meine Decken drinnen. Ich kann, wenn ihr wollt, auch gerne noch mein Update zu zu meinem Umräumaktion noch machen, wenn ihr wollt. Also heute nicht, aber vielleicht mal irgendwann die Tage, weil ich habe einiges auch umgeräumt, auch in meinem in meinem anderen Zimmer, Schlafbereich und so. Und ja, wenn ihr wollt, kann ich euch ja mal zeigen, was sich da jetzt so alles sich jetzt mal befindet. Und ja, und ich habe das alte, den alten kleinen Kleiderschrank habe ich dann über Bord geschmissen. Das heißt, ich habe gestern bis mitten in der Nacht gearbeitet, die ganzen Sachen rauszuschmeißen, runterzuschleppen, aufzumachen, also diese Schraubenlose zu kriegen und. Also es war wirklich viel Arbeit. Ich habe immer noch Muskelkater davon. Und ja, und da oben drauf habe ich dann, war nämlich anstrengend, kann ich euch sagen, ja, alleine. Jo. Und auf jeden Fall auf dem Schrank habe ich dann halt meine Schmucksachen stehen, Ohrringe, Ketten, Ringe und noch kleine Armbändchen und ja, ich fand das bis jetzt so schön. Und nächste Mal, wenn meine Eltern diesen anderen langen Sideboard nicht haben wollen, werde ich das auch auseinander pflücken. Und dann ist es da halt leer, aber dann habe ich dann halt die Möglichkeit, bald noch so ein Eckschränkchen, so ein offenes zu holen, weil ich da gerne so, es gibt diese offenen Eckschränke mit so Körbe und da wollte ich meine Taschen alle reintun. Und somit habe ich dann auch noch ein bisschen halt dort hinten Platz und kann das dann bis zu meiner Heizung halt ausbauen sozusagen. Da werde ich mal gucken, was es da so gibt. Und ja, also das
zeige ich euch jetzt auch mal eben mit einem Foto und dann sehen wir uns gleich. Ja, also das waren jetzt so die Geschenke. Ich war sehr, sehr zufrieden mit den Geschenken. Einiges fand ich auch wirklich zuckersüß. Und andere werden mich auf das neue Jahr begleiten. Ich bin, wie gesagt, auch gut ausgerüstet, was Wintersachen angeht. Weil ich habe sehr, sehr wenig von diesen Wollmützen. Und ich fand die immer so süß mit dem Bommel. Und selber kaufen möchtest du die dann nicht, weil es gibt ja noch Weihnachten, Ostern und sowas und Geburtstage. Da lässt man sich das gerne auch mal schenken. Und ja, ich fand das wirklich so, so schön. Ich bin sehr zufrieden gewesen. Ich hatte ein schönes Weihnachten, trotz dass ich arbeiten musste. Und ja, ich habe jetzt auch Silvester auch frei, also heute. Und ich bin auch zu Hause und ich freue mich gleich auf einen gemütlichen Tag mit meinen Eltern zusammen, weil meine Eltern haben auch ihr Geschäft geschlossen und ja, da bin ich wirklich, wirklich super, super, super froh. Und ja, genau. So, ja, das war's mit meinem kleinen Vlog. Ich glaube, das wird wieder ein langes Video werden, aber das ist es mir wert und ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin einschaltet. Ich freue mich auf das neue Jahr 2015 und ich bin auch gespannt, was mich 2015 erwartet. Ich werde auch, so gut es geht, auch weiterhin Videos drehen, soweit ich immer Zeit habe und Lust habe, weil ich finde, feste Zeiten bin ich nicht gewohnt. Ich bin halt eben spontan und wenn ich sage, ich setze mich jetzt vor die Kamera ein paar Minuten, dann ist es halt so. Und ja, also ich wünsche euch schon mal einen ja, schönen Tag, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt mir gesund. Ja, dass wir alle zusammen gemütlich das Jahr ausklingen lassen und ja, ich wünsche euch was und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.